Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Leon Bailey. Der hat einen Tots bekommen im Community Tots. 1,78 ist er groß, hoch, gering, die Arbeitsrate, starker Fuß links, 4 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß. Das liest sich mal sehr gut. Und er spielt bei Leverkusen in der Bundesliga. Jamaika, das Land zum Verlinken, halt ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nicht unbedingt mit Bundesliga und Ikonen arbeitet, aber wir haben das auf jeden Fall geschafft, das zeige ich euch dann. Wir werden Leon Bailey auch als Stürmer spielen, weil ich finde, Flügelspieler zu testen ist immer etwas schwierig, weil meistens machen die halt nicht viel mehr als laufen und vielleicht mal ein Tor vorbereiten. Das macht wenig Spaß, mir zumindest. Deswegen möchte ich den als Stürmer spielen, im Einzel- und im Doppelsturm. Und wir haben ihm einen Marksman gegeben. Antritt hat er ohnehin 98, Sprintgeschwindigkeit 99. Sein Stellungsspiel ist bei 94, der Abschluss geht auf 98, die Schusskraft geht auf 99, die Fernschüsse gehen auf 99, dazu hat er 88 Volleys und die Elfmeter gehen auf 89. Dazu hat er beim Passspiel eine Übersicht von 90, 86 Flanken, 93 Freistoßpräzision, 86 kurzer Pass, 80 langer Pass, 90 FB. Für einen Stürmer absolut brauchbare Werte. Über den Flügel würde ich den auf jeden Fall mit einem anderen Campstyle spielen, damit man ihm da sein Passspiel noch ein bisschen mehr pusht. Er hat eine super geile Beweglichkeit auf dem Papier, 98 Beweglichkeit, 95 Balance, die Reaktion geht auf 95, die Ballkontrolle auf 99, das Dribbling auf 99 und ein kleiner Wermutstropfen auf der Karte, die Ruhe mit 85, aber auch das ist okay, 85 ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja, mit den Dribbling-Werten und seinem Average Body Type werden wir sehen, wie sich der bewegt. Mit seiner Körpergröße von 1,78 ist jetzt nicht der allergrößte, aber auch nicht der allerkleinste. Er hat ein paar Defensivwerte und zwar hauptsächlich das defensive Bewusstsein, 66 Kopfballpräzision und die Sprungkraft geht auf 99. Schauen wir mal, ob wir so oft zu Kopfbällen kommen. In letzter Zeit gelingt mir das eigentlich so gut wie nie. Ausdauer bei 90 sehr gut, vor allem für einen Stürmer. Man könnte den mit einem anderen Campstyle, wenn man ihm das Passen verbessert, also ich würde ihm das Passen verbessern, dann kann man den wahrscheinlich auch sehr gut als Zehner spielen, als ZOM. Das sollte eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Stärke geht jetzt noch auf 82 und Aggressivität ist bei 71. Dazu hat er den Außenrissschuss und den Flairschuss, was auch sehr, sehr nice ist. Tempo-Dribbler und Dribbling-Techniker für die CPU. Und das ist das Team, wo wir ihn hineingebastelt haben. Ich habe ihn jetzt heute mal mit Veron verlinkt. Unsere beiden Icon-Moments-Karten, Del Piero und Baccio für die Links auch. Auf der anderen Seite das Liverpool-Duo mit Firmino und mit Jota. Und in der Verteidigung gehen wir heute mal mit Bailey und Ake, dazu Alisson im Tor. Auf der anderen Seite noch Kleiber und Roberto Carlos. Und dann gehen wir jetzt mit Bailey rein und testen den ein paar Games. Gut, unser erster Gegner. Sehr, sehr stabiles Team. Haha, heißt er. Mbappé, Neymar, CR7, Renato, alle am Start. Ja, da haben wir jetzt Bailey mal am Ball. Schauen wir uns sein Dribbling ein bisschen an, aber die Server sind schon wieder auf Top-Niveau. Ja, es wirkt jetzt mal gut. Wir müssen das auf jeden Fall im nächsten Spiel nochmal austesten. Ballführung wirkt eigentlich ganz eng. Sein Body-Type. Man sieht, er ist ein bisschen bulliger, aber wirkt ganz gut. Naja, gute Vorlage da jetzt auf Baccio. Sehr nice gemacht. Ja, Dribbling macht er schon gut eigentlich da. Ja, geht er gut, setzt sich auch durch. Schade, da war er dann zu knapp schon. Ja, gut dran geblieben da auch. Sehr gut gemacht. Oh, schade, dass er den nur so abtropfen lässt, den Kopfball. Boah, ich habe mir gedacht, ich probiere einfach mal direkt zu schießen. Gut freigelaufen. Komm, zieh durch, Alter. 99 Tempo. Ja, schade, schade, schade. Ja, es kommt halt keiner ordentlich mit ihm. Ja, gut nach vorne gegangen, da wird er dann von Toni Bo gestoppt. Ja, den Ausgleich abgestoppt, Baccio. Er lässt sich da immer sehr weit zurückfallen, irgendwie der Bailey. Aber man sieht seine Geschwindigkeit da. Ja, Bailey lässt sich immer sehr weit zurückfallen. Der Kopfball leider nicht gut gewesen von mir. Ja, da kann er jetzt noch ein letztes Mal vorgehen. Es ist egal, sobald Varane steht, braucht man eigentlich nicht flanken.
Gut, schweres Spiel gewesen. Der Gegner hat einen ganz, ganz eigenen Spielstil irgendwie gehabt und das Game war mehr Schlittschuhlaufen als Fußball. Aber ja, Tor hat er keins gemacht, dafür eine Vorlage. 4 Schüsse aufs Tor, 2 erfolgreich. 20 von 21 Pässen, 15 von 19 Dribblings, 2 Flanken, 1 erfolgreich. Keine Zweikämpfe, wir gehen ins nächste Game, hoffentlich mit besserer Verbindung. Gut, unser nächster Gegner. Ziemlich geiles Team auf jeden Fall, das der Gegner da hat. Ja, das schön gemacht. Jetzt nutzt da mal dein Tempo aus. Jeder Gegner hat Varane und der ist immer OP, immer schneller. Wow. War abseits, oder? Was für eine Rakete das war. Yes, gut, gut, gut. Ich wollte schon wieder sagen, Varane holt ihn schon wieder ein, aber gute Vorlage. Ja, schön gestanden, gut vorgespielt auf Del Piero. Das Tor will nicht gelingen mit ihm. Das Tor mit ihm will halt einfach nicht gelingen, oder doch? Da ist es jetzt. Da ist es jetzt, das Tor mit Bailey. Ey, lange hat's gedauert. Jetzt ist er goldrichtig gestanden. Ja, schade, guter Pass eigentlich, aber. Ja, der Schuss ist schon ein Hammer. Ja, Kopfball nicht seine Stärke. Ja, gut gestanden da jetzt Bailey. Aber er ist dann immer so zögerlich beim Vorgehen. Aber jetzt holt er da einen Elfer oder einen Freistoß. Ja, schade, ich hätte den Freistoß jetzt gern mit Bailey geschossen. Gegner hat aber keinen Bock mehr gehabt. 8,9 für Bailey. Ein Tor hat er jetzt gemacht und auch eine Vorlage. Sehr, sehr stabiles Game jetzt. 6 Schüsse aufs Tor, 6 erfolgreich. Alle irgendwie halt dann pariert, die nicht reingegangen sind. 13 von 14 Pässen, 13 von 14 Dribblings. Eine Flanke, die war erfolgreich und keine Zweikämpfe. Wir gehen ins nächste Game. Cool, unser nächster Gegner. Cooles Team auch. Wieder mal mit Mbappé, Varane und Mondi. Ich kann diese Typen echt schon nicht mehr sehen. Ja, schade, dass er sich dann nicht besser durchgesetzt hat. Ja, schade, da kommt er dann leider nicht ran. Ja, schlechte Entscheidung gewesen, der Schuss, weil wird immer geblockt. Ja, gut freigelaufen. Ja, gut durchgesetzt, super hat er das gemacht. Sehr, sehr gut. Ja, und auch da Bailey, irgendwie, er läuft mir danach, statt dass er irgendwie in die Mitte reinzieht als Stürmer. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen komisch. Der Schuss ist immer wieder gut, aber... Yes, abseits, schade, schade. Ja, der Antritt und das Tempo ist sehr, sehr fein. Schade, den Pass nicht früher spielen können. Oder nicht früher gespielt habe. Gut, wir sind in der 87. Minute und dann können wir uns da mal die Fitness anschauen. Die ist bei 64, das geht voll in Ordnung. Ja, Bailey. Ey, dass er den nicht gemacht hat, bitter. Gut, Bailey, eine 7,6, hat ein Tor gemacht, aber er hat einiges liegen gelassen, glaube ich auch. 5 Schüsse gehabt, 4 erfolgreich, 9 von 16 Pässen, das könnte besser sein, aber das muss jetzt nicht zwingend an ihm liegen. 12 von 15 Dribblings, 3 Flanken, keine erfolgreich, aber gut, das ist kein Wunder, sobald Varane in der Verteidigung steht, kann man sich das eigentlich abgewöhnen. Und 2 Zweikämpfe gewonnen, das merkt man, körperlich ist er gut da. Gut, unser nächster Gegner, das 4. Mal in Folge, glaube ich, jetzt mit Varane, Mondi und Mbappé. Neymar und CR7 am Start, irgendwie spielt jeder dieselben Spieler, kommt mir vor. Ja, gut vorgelaufen, nicht im Abseits hoffentlich. Ja, gute Flanke rein, schade, dass er so lange braucht, der Pacho. Ja, guter Laufweg. Eieiei. Ich glaube, muss man mal angeschnitten schießen. Yes, den macht er jetzt. Den macht er jetzt. Sehr nice. Ja, schön, schön die Vorlage auf Baccio. Sehr, sehr gut. Er geht irgendwie immer so zögerlich mit rein irgendwie. Ja, gut erobert den Ball auch.
Ja, es war klar, dass der dann geblockt wird. Ja, auch da wieder gut erobert, aber gegen Varane dann Schluss. Ja, schönes Zusammenspiel da mit Baccio. Varane wieder da. Na komm, Tempo, Tempo, Tempo. Dann wird er wieder von Mondi überholt. Ja, Bailey da immer wieder so weit hinten. Ja, und das wird ihm halt zum Verhängnis, wenn er da weiter vorne ist, und das macht er dauernd leider. Yes, gut gestanden. Gut gestanden, super gemacht, Bailey. Gut, krankes Spiel. Ich musste mal ein bisschen runterkommen. Jetzt, ich habe 3 zu 0 geführt. Danach durfte ich echt gar nichts mehr machen. Meine Spieler stehen nur herum. Dann habe ich Formation gewechselt. Auch mit Pressing nach Ballverlust. Wie gesagt, komplett andere Aufstellung. So wie ihr es da jetzt auch seht, um den Gegner ein bisschen entgegenzuwirken. Du bist nur mehr Beifahrer, du darfst nichts machen. Aber Bailey, Gott sei Dank, mit dem Ausgleich dann noch 9,3er Bewertung, 2 Tore gemacht und eine Vorlage. Sehr, sehr geil. 4 von 5 Schüssen aufs Tor erfolgreich, 16 von 17 Pässen, 15 von 18 Dribblings. Eine Flanke, die war auch erfolgreich. Diesmal keine Zweikämpfe, aber super Vorstellung. Gut, das ist jetzt unser letzter Gegner für den Test mit Bailey. Also ein sehr stabiles Bundesliga-Squad, auch mit Bailey. Sehr passiv da gewesen, der Bailey. Dafür nagelt er den jetzt rein. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Sein Bailey lässt da meinen Roberto Carlos aber schön aussteigen. So ist es dann halt, ne? Drei Abblocker, dass er endlich ins Tor rein darf beim Gegner. Geiler, boah, geiler Schuss. Super Tor von Bailey. Einfach mal abgezogen. Ja, da sieht man es wieder, Bailey gut auf den Flügel raus, aber was das jetzt war, diese Verzögerung wieder mal, ganz komisch. Einfach nochmal probieren. Ja, auch da zieht es ihn wieder raus. Also es macht er sehr gerne im Doppelsturm, dass ihn da rauszieht. Aber körperlich sehr, sehr gut, wie er das immer macht. Ja, schade. Gut, Bailey mit einer 8,3 Spieler des Tages, und das heißt wahrscheinlich einiges, weil ich habe das Spiel verloren. Also ja. Er hat 2 Tore gemacht. Sehr, sehr gut wieder das Spiel. Einer von 3 Schüssen aufs Tor erfolgreich. Das zweite war halt über die Stange oder Latte. Dazu 16 von 20 Pässen erfolgreich, 17 von 19 Dribblings, eine Flanke, die war nicht erfolgreich, und einen Zweikampf, den hat er gewonnen. Wir gehen ins abschließende Fazit. Gut, abschließendes Fazit mit Leon Bailey. Ich habe den jetzt 5 Spiele lang getestet, wobei das eine war ein Rage Quit, das habt ihr gesehen. Da hat er jetzt 9 Torbeteiligungen gemacht, und ich finde auch diese Aufteilung sehr gut. Also er ist sehr mannschaftsdienlich als Stürmer, hat 3 Vorlagen gemacht und dazu seine 6 Tore. Der Schuss ist auf jeden Fall eine absolute Granate. Also der hämmert die Schüsse rein. Das ist teilweise sehr, sehr heftig. Und auch das Tempo fand ich sehr gut. Wobei in manchen Situationen, ich habe euch da 2, 3 Szenen drinnen gelassen, wenn er dann gegen einen Varan im Sprintduell ist und Varan gewinnt. Das ist halt irgendwie das Unrealistische an FIFA, dass ein Varane ihn dann überholt. Aber okay, wenn der Ballführende den Ball hat, dass der nicht so schnell sprinten kann wie der Verteidiger ohne Ball. Aber ich hatte heute zum Beispiel auch die Szene, wo ein CR7, ein normaler Gold CR7, mit Engine einfach meinem AK davongelaufen ist. Da frage ich mich halt dann, wo die Logik bei FIFA ist, aber ist halt so. Auf jeden Fall, wie gesagt, gehen wir die Kategorien einfach durch. Tempo sehr, sehr geil. Also das fand ich sehr gut. Das fühlt sich auch wirklich so an. Der Schuss, absolute Granate. Passen kann er sehr, sehr gut. Hat man auch immer wieder gesehen. Vorlagen gemacht, macht er echt gut. Beweglich, super nice. Fühlt sich echt gut an von der Beweglichkeit her. War zwar heute ein bisschen ein Eislaufplatz teilweise, aber okay, ist so. Und auch die Physis, seine Stärke, das wirkt auch besser als die Karte eigentlich sagt, würde ich sagen, hat sich gut durchsetzen können mit dem Körper. Ein Ding, was mir ganz besonders aufgefallen ist, seine Laufwege. Er zieht immer wieder auf die Flügel raus. Das ist vielleicht seine Position als Flügel. Wie gesagt, ich habe ihn ja nur als Stürmer gespielt, im Einzel- und im Doppelsturm. Und ihn zieht es immer wieder auf die Seite raus. Das macht er immer wieder von alleine. An das muss man sich halt gewöhnen, dass er das macht.
Ansonsten gibt es eigentlich meinerseits wenig Kritikpunkte an der Karte. Ich fand den echt sehr, sehr gut. War eine Maschine. Eine Flügelkarte als Stürmer mit 9 Torbeteiligungen finde ich echt gut. Wobei, wie gesagt, vielleicht ist wirklich so die Flügelposition für ihn auch die bessere Position. Vielleicht schießt er euch dann nicht gar so viele Tore, aber da er immer wieder da rauszieht und gut anspielbar da auch ist draußen, vielleicht sogar am Flügel wirklich die bessere Alternative. Wie gesagt, ich habe ihn als Stürmer gespielt. Kann man natürlich machen, wie ihr seht. 9 Torbeteiligungen in 5 Spielen ist meiner Meinung nach ein echt guter Wert, vor allem für den Preis um 200.000 Coins herum. Ich denke, der wird auch noch ein bisschen droppen bei den Rewards. Sehr, sehr gute Karte, hat mir gefallen. Ich hoffe, auch euch hat das Review gefallen. Wenn dem so war, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne den Kanal abonnieren. Gerne mal auf Twitch und auf Instagram vorbeischauen. Und dann war's das für dieses Video. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.